Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC zu den Playoffs. Irgendwie ist das komisch, das so zu sagen, weil bei NBA 2K haben wir ja ständig Player, oder ja gut, die letzten Season erst weniger, aber da hat man ja regelmäßig trotzdem mal hier und da Playoffs. Aber jetzt auch im Fußball. Ich habe übrigens mal einen Artikel gelesen, wie dieses ganze Ligensystem hier in Belgien irgendwie aufgebaut ist. Und das Witzige ist folgendes. Erstmal hier, das ist die Playoff-Runde. Also die ersten 12 in der Liga kommen halt in diese Playoff-Systeme. Und dieses Team hier, das erste in der Playoff-Runde wird, wird später gegen den dritten, war es glaube ich, von hier zocken? Dritter? Ne, gegen den vierten? Auf jeden Fall gegen eins der Teams hierher wird der nämlich zocken um den Einzug nach Europa, in die Europa League war es. Das wird, dann wird es später so ein Clash geben, Playoff-Runden-Team hier gegen hier das Europa League-Team. Das andere Team geht dann in die Europa Conference League, dann gibt es ja noch den Pokalfinalisten, der irgendwie nach Europa geht. Und hier wird natürlich einfach der Meister gekürt. Also Meisterschaftsrunde ist einfach Erster, du wirst Meister. Zweiter ist hier im Game, glaube ich, dann Champions League Quali, gehe ich jetzt mal stark von aus. Dritter ist ja eigentlich Euroleague. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann wirklich in die Euroleague geht oder ob dann 54 drum streiten, wie das am Ende dann sein wird. Kein Plan. Das sehen wir dann ja, wie es dann endgültig sein wird. Aber auf jeden Fall gibt es dann irgendwann später noch den Clash zwischen der Erste aus der Playoff-Runde gegen das Team hier aus der Meisterschaftsrunde. Und dann wird nochmal drum gespielt, wer nach Europa geht. Der Fünfte und Sechste wird halt irgendwie Pech gehabt, was irgendwie komplett strange ist. Weil warum sollte ein deutlich schlechter platziertes Team in die europäischen Plätze kommen, während dann aber vielleicht ein besser platziertes Team es nicht kommt und nicht mal die und es auch viel schwerer hat, dahin zu kommen, weil man ja in einer schweren Gruppe ist. Deswegen verstehe ich den Sinn nicht dahinter. Aber nun mal, so ist halt das belgische System. Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist interessant trotz allem. Ich finde aber, das ist bearbeitungswürdig, weil ich finde es ein bisschen strange, dass man sagt, yo, hier kommt jemand nach Europa, der vielleicht am Ende schlechter ist als beispielsweise hier der Fünfte oder Sechste. Das macht für mich nicht viel Sinn. Keine Ahnung, wie man es besser machen könnte. Aber ja, das belgische System ist auf jeden Fall sehr komplex. Ich hoffe, ihr habt es halbwegs verstanden. Kurze Facts einfach nur, hier wird der Meister gekürt. Hier das Team einfach, die Chance irgendwie haben, nochmal nach Europa zu kommen. Ja, so einfach erklärt. Wir gucken mal, wie es wird. Schön ist auf jeden Fall, dass wir jetzt nur noch Top-Duelle haben. Also das ist natürlich schon nice, muss man sagen. Ich meine, wir spielen gegen LAFC, danach Seattle, Atlanta. Hätte ich gewusst, dass das so wichtig ist, hätte ich natürlich auch die letzten Spiele in der Liga noch voll gespielt. Orlando, Philly, LAFC, Orlando, Atlanta, Philly, Seattle, Orlando FC. Wobei Orlando FC das zweite hier ist natürlich Pokal, sorry. Das auf jeden Fall der Spielplan und ich würde sagen, das auch zu der halbwegs guten, schlechten Erklärung. Es ist kompliziert, es ist sehr kompliziert und wir gehen aber jetzt erstmal rein gegen LAFC. Am Ende machen wir es einfach, wir müssen versuchen so viel wie möglich zu gewinnen, um in dieser kleinen Playoff-Tabelle möglichst weit oben zu stehen. Hier mit der Aufstellung von Inter Miami mit Patrick Schulte im Tor. Kingsley, Aviles, Osho, Frey und Alba in der Fünferkette. Busquets, Redondo, Mota im Dreier im Mittelfeld. Messi und Rüdli ganz vorne hier im 5-3-2-System. Bei LAFC haben wir Lloris im Tor, Hollingshead, Murillo, Long und Fabra hier in der Viererkette. Sanchez, Acosta und Bogus im Dreier im Mittelfeld. Vela auf rechts, Bonaga auf links und Angel ganz vorne im 4-3-3-System. Gene Mota, der passt es gut auf Rüdli. Rüdli jetzt hier, Rüdli mit dem Lupfer, das ist eine geniale Aktion von Rüdli hier gewesen und 1-0-4 hinter Miami. Einen genialen Moment hat hier gerade Rüdli. 1-0, stark. Das war ein absolut genialer Moment, den er hatte. Er schafft es, sich von der Abwehr zu lösen, geht ins Zentrum, hat eigentlich nicht allzu viele Optionen und nimmt die bestmögliche, indem er sich einfach sagt, weißt du was? Ich lupf den da über Hugo Lloris. Top-Aktion von Rüdli. Lloris kommt hier nicht mehr ran. Der Lupfer war wirklich perfekt angesetzt hier. Und damit haben wir durch Jakob Rüdli hier den 7. Treffer in der 18. Partie. Also für den jungen Spieler hier aus Estland eine herausragende erste Saison, die er bestritten hat. Mit Champions League-Auftritten, mit Champions League-Toren in der Liga ordentlich hier am Scoren. Also das sieht doch nach einem Start einer ordentlichen Karriere aus.
Lionel Messi auf Jakob Rüdli. Rüdli spielt ihn wiederum auf Lionel Messi. Und jetzt hier Lionel Messi. Lionel Messi versucht ihn durchzuschieben. Klappt nicht. Da ist jetzt Jakob Rüdli. Oh, Loris hält den Ball. Richtig stark, wie der Hugo Loris reagiert hat. Macht er gut, der routinierte Franzose, und verhindert hier das 2-0. Baunaga. Costa, der Ball ist gut gespielt. Der Ball war sehr gut gespielt. Carlos Vela. Carlos Vela. Schulte macht das Eck zu. Dadurch war da ja die Chance ja nicht allzu gefährlich und es bleibt erstmal beim 1-0. Aber jetzt hier auch die Ecke für LAFC. Die Ecke wird geklärt von Rüdli. Na, wenn auch nicht ganz perfekt. Carlos Vela. Schwierig jetzt hier draus was zu machen. Gut gespielt den Ball. Gut gespielt. Osho lenkt den ersten Schuss ab. Den zweiten hat Aviles. Stark, wie das die Abwehr von Inter Miami macht, diese Bälle hier abzuwehren. Und jetzt eben die Chance. Nimmt er den direkt? Ja, den nimmt er nicht direkt. Super gepasst hier. Was für eine Variante hier von LAFC. Aber Schulte ist nicht zu überwinden aktuell. Die Ecke kommt kurz. Vela, ungefährlich. War der gut. Und Vela hier immer noch im Ballbesitz. Das war stark gemacht. Stark gemacht. Schulte hält den schon wieder. Schulte ist einfach the man momentan hier. Auch in der Realität ist er richtig gut. Soll ja vor dem Wechsel in die Premier League stehen. Wird er zumindest in der Verbindung gebracht. Und das absolut zu Recht, wenn ich seine Leistung hier im Game sehe. Aber der Ball ist gut gespielt. Vela hatte den auch nochmal gut abgegeben. Aber der ist nicht drin. Baunaga hier nicht mit dem Treffer. LAFC wird gefährlicher und gefährlicher. Haben aber momentan noch nicht den nötigen Abschluss, um hier auch wirklich den Anschlusstreffer zu erzielen. Redondo. Ja, vielleicht mal über Kingsley. Über den ging bisher eher wenig in dieser Partie. Kingsley, der hat die Übersicht, das ist gut gespielt. Jean Mota gibt den super ab und da ist Rüdli, der macht ihn nicht rein, weil Hugo Lloris den hält. Beide Torhüter wirklich mit einer herausragenden Leistung bisher in der Partie. Na, wo spielt Bogus den hin? Gut da weiter gespielt. Fabra, der linke Verteidiger. Der linke Verteidiger kommt da hin und jetzt machen sie ihren Treffer. Mehr als verdient. Muss man ganz klar sagen, also sie haben hier seit, ja, gute 30 Minuten das Spiel definitiv im Griff, sind die bessere Mannschaft. Inter Miami nicht mehr so stark wie in der Anfangsphase. Die erste Hälfte des Spiels gehörte Inter Miami, die zweite Hälfte momentan hier ganz klar LAFC, und wir gucken mal, wie das letzte Drittel dann entsprechend wird. Ob dann Inter Miami hier zurück die Kontrolle erlangen kann oder ob der LAFC so weitermacht wie bisher. Redondo auf Lionel Messi gespielt, und warum hat Messi da so viel Platz? Der spielt den auf Jakob Rüdli. Jakob Rüdli, das gibt's nicht. Er macht die Dinger nicht rein. Also Jakob Rüdli spielerisch top, aber er macht die Dinger nicht rein. Übrigens Kingsley raus, dafür kommt jetzt Wes McKennie rein. Endlich hier mit seinem Comeback nach so vielen Monaten, die er raus war. 7 Monate draußen gewesen und endlich sein Comeback hier für Inter Miami. Redondo jetzt hier. Redondo spielt den weiter, das ist gut gespielt. Wes McKennie gleich auf Lionel Messi. Lionel Messi mit dem Abschluss und der Ball ist drin und gleich die Vorlage von Wes McKennie. Kaum kommt er rein, hat er gleich Impact. Und Messi mit dem Treffer. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Lionel Messi war bisher nicht so richtig da in der Partie. Also ist richtig abgetaucht. Jetzt die starke Aktion und endlich der Treffer. Schön um die Achse gedreht, dann der Abstoß. Loris ohne Möglichkeit. Und das war die letzte Aktion von Messi. Farias kommt rein, Gomez kommt nochmal rein für Jean Mota. Und damit haben wir das 2-1 und nochmal ein paar Auswechslungen. Mal gucken, ob wir damit das Ergebnis heimbringen können. Und hier gleich Farias mit dem Einsatz, stark. Rüdli hält den Ball, macht das gut. Der Ball jetzt hier auf Gomez. Ah, der Pass kommt leider nicht an. Sonst hätte es gefährlich werden können. Sergio Busquets, der hohe Ball, der kommt interessant rein. Weston McKennie nimmt den gut mit. Farias spielt den gleich wieder auf Weston McKennie. Weston McKennie hier, der versucht sich durchzusetzen. Weston McKennie hält erstmal den Ball. Wohin jetzt damit? Spielt den schön in den Rückraum. Redondo spielt den nochmal komplett woanders hin. Da ist jetzt Jordi Alba mit der Flanke. Die kommt nicht ganz an. Nee, das war leider nichts. Der hohe Ball von Aviles nochmal rein. Spiel ist rum. 2-1 gewinnt Inter Miami das erste Playoff-Spiel. Wichtiger Sieg hier für uns. Big Win. Das kann man jetzt eigentlich nach jedem Spiel natürlich sagen, was man gewinnen kann. Denn jeder Sieg bringt dich so ein bisschen näher ran an die Meisterschaft. Und Seattle verliert. Seattle hat verloren, Leute. Interessant. Das ist nämlich unser nächster Gegner auch. Übrigens, Walker bleibt erstmal bei einer 61, also hat sich noch nicht so stark gesteigert. Und wir sind in dieser Tabelle jetzt hier immer noch Sechster, aber Orlando ist nur 5 Punkte weit weg. In 9 Spielen kannst du 5 Punkte aufholen.
vor allen Dingen spielen wir jetzt gegen Seattle. Die sind ja auch momentan Erster oder waren Erster, sind jetzt Zweiter. Auch die können wir kriegen. Mit einem Sieg wären wir gerade mal 2 Pünktchen dahinter. Und ich meine, jedes Team muss hier gegen anderes Top-Team spielen und jeder nimmt sich hier gegenseitig Punkte weg. Deswegen, wenn es gut läuft, sagen wir, Orlando spielt unentschieden gegen LAFC, dann sind wir an den Tabellenführer 3 Punkte dran. Und dann sind wir mittendrin darin, die Meisterschaft vielleicht zu gewinnen. Also das ist sehr interessant, dieses ganze Format. Hier muss man sagen, Cincinnati, LA Galaxy und Nashville kämpfen drum. Austin so ein bisschen abgeschlagen, haben auch das erste Game verloren, aber gut. Also das Format an sich, auch wenn ein bisschen kompliziert, ist sehr interessant. Kann man anders nicht sagen. Wir gucken mal, was gegen Seattle hier geht. Gegen das Team, das zuletzt in den letzten 5 Spielen 2 Niederlagen, 2 Siege und 1 Unentschieden hatte. Wichtigster Spieler bei Seattle, De La Vega. Hier die Aufstellung von Inter Miami mit Schulte im Tor. Lange war er verletzt, Wes McKennie, kam im letzten Spiel wieder zurück nach 7-monatiger Pause. Kam rein, hatte gleich Impact und darf heute von Anfang an mit ran. Dann Aviles, Osho, Freire und Alba in der Fünferkette. Busquets, Redondo, Gian Mota im 3er Mittelfeld. Messi und Rüdli ganz vorne im 5-3-2-System. Bei den Seattle Sounders, frei im Tor, Roldan, Andrade, Neffen und Noho in der Viererkette. Staminic und Joao Paulo im ZDM, Roldan und De La Vega auf Außen, Rusnak im ZOM und Suzuki, den wir ja auch kennen, ganz vorne im Sturm im 4-2-3-1-System. Oh, der Ball ist gut, der Ball ist gut. De La Vega, Schulte hält den und Freire wirft sich da rein und verhindert hier den Treffer. Stark von Schulte, stark von Freire, der hier auch Schlimmeres verhindert. Aber Gian Mota mit einem ganz eklatanten Fehlpass. Sergio Busquets ist Gott sei Dank da. Also die Hintermannschaft von Inter Miami ackert hier ordentlich, um keinen Gegentreffer zu kriegen. Und der Ball, na, noch kam an. Rüdli spielt den auf Jordi Alba und jetzt wird es gefährlich. Jordi Alba, wenn die Flanke kommt, könnte das hier der Treffer werden. Lionel Messi mit dem Kopf hat er es versucht. Hätte er wohl lieber seinen linken genommen, um das Volley zu probieren. Lionel Messi und der Pass ist überragend. Weston McKennie ist gut mit nach vorne gelaufen. Weston McKennie jetzt hier. Weston McKennie mit Gewalt macht er den nicht rein. Schade. Weston McKennie hier mit Gewalt ist probiert. Leider das Tor nicht getroffen. Rusnak, der Ball ist gut gespielt, aber da ist Schulte, der sich breit macht. Spreizt da seine Arme aus und hält den Ball. Oh, der Pass ist gefährlich, der ist gefährlich, gut gespielt. Da kann Schulte nichts mehr machen und Rusnak mit dem Treffer hier für Seattle. 1-0 für die Gäste, Inter Miami liegt hier im Rückstand. Gut ausgespielt hier von Seattle und die Nummer 11 nutzt das dann auch. Sehen wir hier gleich nochmal. Der Pass dorthin, die Übersicht. Ja, und da kann Schulte dann absolut nichts mehr machen. Da war eine Riesenlücke dann in der Abwehr von Inter Miami, die hier Seattle gezogen hat. Beziehungsweise, aufgemacht hat da entsprechend. Rusnak mit seinem 14. Saisontreffer überragend. 1-0 für Seattle. Und Lionel Messi. Ja, Lionel Messi, will er da vielleicht im Alleingang durch oder was? Lionel Messi macht das gut. Lionel Messi nimmt den Ball da immer noch mit, hat den, spielt den jetzt auch noch mit der Hacke auf Rüdli, was für eine Aktion, aber der Ball ist nicht drin. Lionel Messi, pure Weltklasse. Rüdli nutzt leider schon wieder eine Chance nicht. Freistoßmöglichkeit, Rusnak. Wird Rusnak den direkt nehmen? Ja, den nimmt er an die Mauer. An die Mauer und dann wirft sich stark hier Redondo dazwischen. Lionel Messi mit dem Antritt, das ist stark gemacht von Lionel Messi. Messi nach wie vor im Ballbesitz. Messi stoppt hier so ein bisschen, der Pass ist gut. Weston McKennie jetzt hier. Weston McKennie gibt den nochmal auf Lionel Messi. Lionel Messi macht den, aber da ist Frey, der den hält. Die Ecke hier, die kommt mit einer interessanten Variante. Rüdli nimmt den direkt. Jo, das war eine Variante, die man mal probieren kann. Auch wenn das am Ende nicht ganz klappt, war das interessant. Aber jetzt hier De La Vega, der versucht hier direkt mal zu kontern. Ja, jetzt muss er hier etwas ruhiger spielen. Und Rusnak spielt den da in die Mitte. Staminic. Nach wie vor, der Konter läuft hier von Seattle. Das ist gut gespielt. Oschus Grätsche geht nicht durch. Schulter hat den und wir verhindern hier die Ecke. Das ist ein wildes Game teilweise hier. Jordi Alba, der hohe Ball. Rüdli spielt den super ab. Gian Mota jetzt hier. Rüdli hätte gleich durchstarten müssen. Gian Mota macht das überragend. Gian Motas Pass ist auch gut. Kommt da Rüdli an. Leider nicht. Rüdli setzt nach. Ja, war ein bisschen unfair. Aber am Ende blieb eh der Seattle-Spieler im Ballbesitz. Nicht ganz ungefährlich. Das ist die Möglichkeit. Schulter hat den pariert. Und was? Warum gibt es jetzt Elfmeter?
ein Elfmeter! Das ist nie und nimmer Elfmeter! Willst du mich verarschen oder was? Das ist nie und nimmer Elfmeter! Schulter hat den! Schulter hat den in den Arschloch von diesem fucking Referee! Stark, Schulter! Stark! Wichtig, dass der den hält! Wichtig, dass er den hält! Und jetzt komm, kontern wir sie auch noch raus und holen uns hier dieses verdammte Unentschieden wenigstens. Gene Mota, komm, sprinte durch Gene Mota. Komm jetzt hier mit ein bisschen Wut oder was? Gene Mota hat den Ball. Gene Mota gibt den Ball ab auf Lionel Messi. Was machst du jetzt, Lionel Messi? Lionel Messi hier. Lionel Messi, ah, kommt nicht durch, schade. Volle Offensive jetzt. De La Vega. Und jetzt hier weiter in Seattle. Das ist ein guter Konter, das ist ein guter Konter. Den muss er jetzt hier allein machen. Oschusgrätsche geht nicht durch. Oschusgrätsche war nicht gut. Jetzt hier weiter ins Jette. Das ist super gespielt. Das ist super gespielt. Und sie machen dann doch den Treffer. Verdammte Scheiße. 2-0. Vorentscheidung. Höchstwahrscheinlich die Vorentscheidung. Seattle holt sich hier wahrscheinlich einen ganz wichtigen Sieg für sich. Ja, waren wir ein bisschen unsortiert. Sie machen es dann hier. Schulte kann da nichts mehr machen. Wahrscheinlich die Entscheidung. Aviles. Aviles spielt den hier auf Lionel Messi. Der spielt den weiter auf den eben erst eingewechselten Farias. Gut gespielt hier. Gene Mota, das gibt's nicht. Frey hält echt alles heute. Der hält echt alles. Das ist Wahnsinn, was der hält. Das ist Wahnsinn. Jordi Alba mit der Hacke jetzt hier zu Lionel Messi. Die Flanke, die ist gut. Oh, was macht denn Farias da draus? Also das ist Schwachsinn. Der Ball jetzt hier. Messi. Farias, der Pass ist gut. Der Pass ist super gut. Der Pass ist super. Das gibt's nicht an die Latte. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt kommt hier tatsächlich nochmal Seattle. Jetzt kommt hier nochmal Seattle. Schulte hat den. Spiel ist rum. Ah, eine bittere 2-0 Niederlage. Eine bittere 2-0 Niederlage, weil wir echt teilweise riesige Chancen hatten. XG wird bei uns bei 2,6, bei Seattle sogar bei 4,0. Am Ende verliert man das Ding. Es sind natürlich alles Top-Duelle. Für Seattle ein big win, muss man sagen. Für uns eine schmerzhafte Niederlage. Wir gucken auch gleich mal in der Tabelle, was das genau bedeutet. Da gucken wir gleich mal drauf. Ja, wir sind aktuell 6. in der Tabelle. Boah, jetzt sind es echt... Ja gut, Orlando hat ein Spiel mehr, muss man sagen. Aber es sind 9 Punkte. Aber die 9 Punkte, die sehen größer aus, als sie sind, muss man auch sagen. Weil wenn wir das Spiel, was wir jetzt 1 weniger haben, gewinnen, gegen Atlanta, dann sind wir 5. mit 6 Punkten Abstand auf Orlando und dann spielen wir gegen Orlando und können den Abstand wieder auf 3 verringern. Also hier ist noch alles drin, auch wenn der Abstand statt jetzt etwas größer aussieht. Ja Leute, gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Es ist ein bisschen crazy in Bezug auf Fußball. Cool ist es irgendwie trotzdem, muss ich sagen. Also es macht Bock. Und wir schauen mal, wo wir am Ende landen. Euer Veloz meldet sich ab. Wer ist euer Spieler der Folge? Und bye bye.